Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ich würde jetzt einmal Skip besuchen wollen, in der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwie was Neues von Skip und Greg ist, also dass wir vielleicht dadurch nach Jacinda kommen, weil ich ansonsten keinen Schimmer habe, wie ich das anstellen soll. Deswegen gehe ich da nochmal hin. Und ich habe bisher immer noch keinen Plan, wie ich Vatras ablösen soll. Vatras ist auch irgendwie so eine Sache hier, die Ablösung. Genauso wie die Vermissten, da komme ich auch nicht weiter momentan. Hier sind so viele Quests, da weiß ich ja etwa nicht, wie ich das machen soll, wo es da hingeht, wie ich die lösen soll. So. Ey, Skip. Kennst du jemanden mit einer Augenklappe? Kennst du jemanden mit einer Augenklappe? Ich kenne eine Menge Männer mit Augenklappe. Da gibt es so jemanden, der über das Land von Korenis läuft und der scheint dich gut zu kennen. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Männer, mit denen ich zu tun habe, sind keine Landratten. Aber... Hör schon auf, mich interessiert das wirklich nicht. Ich wollte eigentlich von Greg erzählen, aber egal. Wo habt ihr die Leute hingebracht? Wo habt ihr die Leute hingebracht? Ich hab dir schon gesagt, ich werde dir nicht verraten, wo sich unsere Bucht befindet. Ja, kann ich ihm aufs Maul hauen? Oh. Die hat die schon gelootet, okay. Aber wenigstens gab es da jetzt noch was Neues von Skip. Ein bisschen was Neues. Und auch nochmal 150 Erfahrungspunkte halt bekommen. Ja, aber wie komme ich dann... Wie komme ich jetzt nach Jacinda? Ich will dahin, auf jeden Fall. Also ich weiß nur nicht wie. Ich müsste vielleicht mal... Ich muss mal schauen, also überlegen. Also ich will jetzt wirklich nicht googeln. Hätte ich wenig Lust drauf, mir das irgendwie durchs Internet verraten zu lassen, wie ich dahin komme. So. Oder warte mal, wir hatten hier ja doch stinkender Zettel. Dieser Zettel war in einem Fisch versteckt. Haltet euren Hintern unten, Jungs. Die Miliz ist aufmerksam geworden. Keine Überfälle mehr, bis ich mich wieder melde. Halvor. Lucias Abschiedsbrief. Befehle. Ich habe diesen Schreiben an den Banditen Dexter abgenommen. Dexter, du Mistkerl. Als ich noch Erzbaron war, warst du nicht so unzuverlässig. Wenn du es nicht schaffst, noch mehr Bürger aus der Stadt zu entführen und zu mir zu entsenden, dann werden wir bald ein handfestes Problem mit den Jungs in unserem Versteck haben. Brauche ich hier mehr Sklaven, sonst starten die Jungs hier noch eine Revolte. Und was das heißt, muss ich dir nicht sagen, oder? Ich stehe kurz davor, in den Tempel hineinzugelangen. Da kann ich mir Störungen dieser Art nicht leisten. Und noch ein Problem. Auf kurz oder lang müssen wir einen Weg über die hohen Berge im Nordosten von Korinis finden. Die Piraten machen die Überfahrten sicher nicht mehr lange mit, wenn wir sie nicht mehr dafür bezahlen. Raven. Das war jetzt das, was... okay... Warte mal. Da hat sich doch irgendwas aktualisiert, oder? Die Vermissten bestimmt. Nee. Wo sind die Vermissten jetzt? Jetzt habe ich jetzt schriftlich. Raven, der ehemalige Erzbaron, steckt hinter den Entführungen der Bürger von Korinis. Raven hat sein Versteck irgendwo hinter den Bergen im Berge im Nordosten von Korinis. Vatras sollte sich dieses Schriftstück mal ansehen. Okay, ab zu Vatras. Jetzt können wir zu ihm. Kann ihm aber auch noch was sagen, wegen der Vermissten? Wegen der verschwundenen Leute. Ich weiß, wo die vermissten Leute geblieben sind. Ich weiß, wo die vermissten Leute geblieben sind. Ach. Der ehemalige Erzbaron Raven hat sie verschleppen lassen. Bist du sicher? Dann müssen wir sie da rausholen. Ich arbeite dran. Na gut, aber du weißt ja, wenn du meine Hilfe gebrauchen kannst... Dann weiß ich, wo ich dich finde, schon klar. Kann ich ihn mitnehmen? Okay, aber wir haben da jetzt was Neues, was die Vermissten angeht. Das ist doch alles nur Gerede.
Dann reden wir jetzt mal mit Vatras. Vielleicht hilft das. Vielleicht ist das jetzt die Möglichkeit, der Weg. So, Vatras. Wegen der vermissten Leute. Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich weiß, wo sie sind. Ich weiß, wo die Vermissten sind. Was hast du herausgefunden? Sie sind von einem Kerl namens Raven in einen fernen Teil der Insel Korinnes verschleppt worden. Was gibt dir diese Gewissheit? Ich habe seine Befehle gelesen. Er lässt die Banditen der Umgebung für sich arbeiten. Hier. Gut. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich dachte schon, wir müssen uns damit abfinden, es niemals zu erfahren. Okay, ich bin bereit, mich dem Ring des Wassers anzuschließen. Komm, machen wir einfach. Ich bin bereit, mich dem Ring des Wassers anzuschließen. Dann hast du Lord Hagen deine Nachricht gebracht? Ja. Gut, du hast bewiesen, dass du unverzichtbar für uns bist. Du sollst zu unseren Kindern gehören und in unserem Namen in die Welt hinausgehen, um Adanos Wille zu vollbringen. Ich übergebe dir deinen Ring des Wassers. Möge er dir dienen, deine Verbündeten zu finden und mit ihnen gemeinsam das Gleichgewicht dieser Welt zu erhalten. Adanos möge dich schützen. Geh nun hin und triff dich mit deinen Brüdern. Sie werden dich in der Taverne zur Toten Harpie erwarten und dich in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Die Taverne wirst du kennen. Sie liegt auf dem Weg zu Onas Hof. Vergiss nicht, deinen Ring zu tragen, damit deine Brüder dich als einen der ihren erkennen. Okay, So, Ach komm, ich gebe ihm die Steintafel jetzt schon. Steintafel. Kannst du mir mehr darüber sagen? Das sind Artefakte der alten Kultur, die wir seit einiger Zeit untersuchen. Es gibt verschiedene Arten davon. Einige enthalten Informationen über die Geschichte des alten Volkes. Und genau an diesen bin ich interessiert. Bring mir davon alle, die du finden kannst. Ich werde dich angemessen entlohnen. Ich habe noch mehr Steintafeln für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Spruchrollen als Belohnung. Was für Spruchrollen habe ich jetzt bekommen? So, warte mal. Steintafeln des Armbrustschützen, nice. So. Aber das Licht Steintafel der Lebensenergie. Und alles, was Innos erschuf, wurde von Belia zerstört. So, warte mal, das ist... Adanos aber sah... Okay, dann kann ich den... Erkennungszeichen, den ausziehen. Dieser Ding gehört mir. So. Erkennungszeichen des Ringes... Da kann ich das Laris wieder zurückgeben. Den Ring von Laris. Dann habe ich jetzt meinen eigenen Erkennungsring. So, warte mal, dann... Er arbeitet auch den ganzen Tag. Hier, Laris. Du willst sicher deinen Ring wieder haben. Kann das sein? Hey. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Klasse. Kann ich meinen Aquamarinring jetzt wieder haben? Klar, hier hast du ihn. Ich hoffe, er hat dir geholfen. Freut mich, dich in unseren Reihen zu wissen. Jo, kein jetzt Thema. Jetzt willst du sicher deine Ausrüstung haben. Gut, pass auf. Wir haben bald ein geheimes Treffen in Orlans Taverne. Komm, sobald du kannst, dorthin. Wir werden dir deine Ausrüstung dort aushändigen. Okay, Gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Für die besten Nachrichten bist du ja selbst... Ja, da kenne ich schon. Okay. Also nix wirklich Neues. So, warte, was steht... Gibt's da noch was Neues? Die eine Quest, warte. Wo die Vermissten sind, also... Ist weg. Aber hier, ich kann, will Vatras erst, dass ich, dem Ring des Wassers beitrete. Okay, also muss ich wahrscheinlich, zu Dingens hier. Zur Taverne. Orlans Taverne, zur Toten Harpie. Irgendwer muss die Arbeit ja machen.
So, Stadtwache. Dann mache ich mal mich dahin auf den Weg. Vor allem auch, der hat ja auch nur ein Teleport-Dings da in der Nähe. Und an diesem Ort. Dann geht's jetzt mal ein bisschen voran. So, reden die jetzt zumindest mit mir? Verschwinde, du Sträfling. Kanta hat mir gesagt, was du für ein mieser Kerl bist. Ich habe was anderes gehört. Wirklich? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ja, okay, gut. Dann mit denen wird das nicht laufen. So, dann gehen wir aber trotzdem mal zur toten Harpyie. Schauen wir mal, was da jetzt Neues für uns kommt. Oh, es regnet. Da muss es doch auch langsam was Neues geben. Ich muss ja auch mal irgendwie langsam vorankommen. Also das ist... Ich kann hier einfach nicht skillen momentan. Oder zu wenig Skillen. Wir haben ja auch nur, momentan nur einen Lernpunkt. Aber Drachenjäger Stufe 20 immerhin. Und Stärke bei 91. So. Und wir haben immerhin das mit den Vermissten. Schon mal zur Hälfte gelöst, wo die sind. Warte mal, gab es da drinnen nicht noch eine Truhe, die wir nicht Von wo kam das Gold her? Ich glaube, es war noch eine Truhe, die wir nicht aufbekommen hatten, ne? Ach komm. Nice. Neuen Fisch bekommen. So. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, dafür gibt es keinen Schlüssel momentan. Also dafür haben wir keins. So, okay. Auf zur toten Harpyie. Da sind wir auch schon. Dann reden wir nochmal mit Olaf, der hier sein soll. Orlan, nicht so Olaf. Hast du schon mal einen Teleporterstein benutzt? Bist du wahnsinnig? Solange mir kein Wassermagier sagt, dass sie ungefährlich sind, werde ich mich ihnen keine 10 Fuß nähern. Sie haben mich damit beauftragt, einen dieser Teleportersteine zu verstecken. Und das ist auch schon alles, was ich damit zu tun haben will. Okay, wo ist dieser Teleportstein? Im Süden, nicht weit von meiner Taverne entfernt, ist eine Höhle. Da haben die Wassermagier einen dieser Dinger gefunden. Okay, im Süden. Kann ich diesen Teleportstein mal sehen? Von mir aus. Hier hast du den Schlüssel. Ich habe den Eingang verbarrikadiert. Okay. Ich hörte von einem Treffen des Rings in deiner Taverne. Das ist richtig. Das müsste eigentlich schon soweit sein. Ich frage mich, wo die Jungs bleiben. Das Treffen ist heute? Soweit ich mich erinnern kann, ja. Hoffentlich wird es nicht wieder so spät. Weiter. Die hat eine interessante Rüstung. Das war keine große Sache. Oh, Laras ist da. Und Kord? Garn? Das war noch schon vorher. Kavalon? Ja, Kavalon weiß ich. Martin? Das habe ich früher auch immer gesagt.
Hier gehören alle zum Ring des Wassers? Keine Ahnung, sag böse. Er musste es ja besser wissen. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Ich könnte dir Sachen erzählen. Fehlt nicht noch jemand? So, mein junger Freund, wir sind hier zusammengekommen, um deine Aufnahme in den Ring des Wassers zu feiern. Die Jungs, die du hier sehen kannst, werden ab heute ein Auge auf dich haben. Es sind natürlich nicht alle, die dem Ring des Wassers angehören, also sei vorsichtig. Ob du Mist baust oder ob du unserer Gemeinschaft einen Dienst erweist, wir werden es wissen. Ich überreiche dir nun die Rüstung unserer Gemeinschaft. Trage sie mit Stolz. Aber lass dich nicht dabei erwischen, dass du sie in der Stadt oder in anderen bewohnten Gebieten trägst. Bedenke, dass wir nicht entlarvt werden wollen. Darum darf niemand erfahren, wer zum Ring des Wassers gehört. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Das ist unsere oberste Regel. Also, halte dich daran. Noch Fragen? Wie sieht's mit Waffen aus? Die Waffe des Rings ist der Kampfstab, aber jeder kämpft mit der Waffe, die ihm am besten liegt. Hier hast du einen von unseren Stäben. Ich konnte nie viel damit anfangen, aber vielleicht kannst du damit umgehen. Nee, danke. Kampfstab des Rings des Wassers. Mit welcher Hilfe kann ich bei euch rechnen? Ich kann dir zeigen, wie man geschickter wird. Wenn du Hilfe im Umgang mit Nahkampfwaffen benötigst, wende dich an Korb. Er ist ein Meister der Klinge. Garn zeigt dir sicher gerne, wie man Tiere richtig ausnimmt. Von Martin kannst du viel über die Paladine erfahren. Kavalon lehrt dich das Schleichen, Einhandkampf und das Schießen mit dem Bogen. Bei Orlan wirst du immer ein warmes Zimmer und ein Bett finden. Und was mit Magie zu tun hat, wirst du sicher bei Vatras erfahren können. Ich hab was anderes gehört. Okay, ich muss weiter. In Ordnung. Dann wollen wir dich nicht länger aufhalten. Geh nun umgehend zu Vatras und lass dir deinen ersten Auftrag geben. Brüder des Rings, lasst uns nun zurückkehren zu unseren Pflichten. Die Überfälle der Banditen haben immer noch nicht aufgehört. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Bedrohung eingedämmt wird. Adanos erhalte das Gleichgewicht dieser Welt. Neuer Tagebucheintrag. Willkommen im Ring des Wassers, Bruder. Du bist also der Neue, hm? Willkommen in unserer Mitte, Bruder des Rings. Ein neues Gesicht in unserer Runde. Willkommen im Ring des Wassers. So, warte, wer war denn noch? Der da hinten haut einer ab. Kavalon. Warte mal. Willkommen im Ring, mein Freund. Okay, und Orlan. Du. Ich hätte das anders gemacht. Okay, der sagt nichts Neues. Ich speichere einmal. Weil das ist jetzt sehr viel neu. Die Wassermagier, will Vatras erst, dass ich dem Ring des Wassers beitrete. Das Auge Innos. Bospas Bogen, steht auch nichts Neues. Die Vermissten. Monty ist auch eines Tages nicht mehr zur Arbeit erschienen und macht sich seitdem angeblich. Monty haben wir noch nicht. Lucia haben wir noch nicht. William haben wir noch nicht gefunden. Tonak und Telbo haben wir noch nicht gefunden. Pardos haben wir noch nicht gefunden. Joe haben wir auch noch nicht gefunden. Die Teleportsteine. Orlan hat seinen Teleportstein in einer Höhle südwestlich seiner Taverne eingeschlossen. Okay. Warte mal. Ich zieh lieber das hier an. Das ist besser. So, südwestlich. Südwestlich. Warte mal. Wenn ich jetzt in die Richtung gucke. Also da vorne muss das irgendwo sein. Einer seiner Teleportsteine. Gehe ich mal von aus.
Wahrscheinlich hier bei dem Friedhof. Da haben wir ja die eine Höhle, wo die Zombies drin waren. Die wir erledigt hatten. Dann muss hier das Ding sein. War hier nicht irgendwo eine Tür? Sogar? Hier war keine Tür. Okay. Vielleicht weiter hier irgendwo? Ne, jetzt also, wo soll das Ding sein, die Höhle? Was ist denn das? Wie kommt es, dass ich hier noch nie war? So, weg mit denen. So, auch erstmal alles looten. So. Na jetzt ernsthaft, wie kommt es, dass ich hier noch nie war? Hier scheint es auch sehr gefährlich auszusehen. Wenn man hier einmal einen falschen Schritt macht, ist es vorbei. So. Da ist die Höhle, glaube ich. Also hier hat er das wahrscheinlich versteckt. Kohle, nice. Hm, was war da? Rostiges Schwert. Mehr ist hier nicht. Rostige Axt. Wahrscheinlich in der Höhle. Noch ein Trank. Apfeltabak. Zange. Ah, verdammt. Ah, jetzt haben wir's. So, Kompositbogen. So. Nein! Weg! Aber das ist jetzt nicht... Oh, da ist noch Gold drin. Und eine Laborwasserflasche. Wo ist das Gold? Da. Aber okay, das ist jetzt doch nicht das, wo ich hin muss. Also hier ist zumindest keine Höhle mit einem Teleport-Dings. Ich gehe mal lieber wieder zurück. Wo könnte das jetzt sein mit der Dings? Die Höhle? Die muss ich ja auch finden. So, südwestlich hat er gesagt gehabt. Ich bin hier südwestlich. Ups. Nee. Habe jetzt die falsche Taste gedrückt. Da haben wir ja eine Innus-Statue. Na, aber echt, wo könnte jetzt die Höhle sein, die gemeint ist? Ist hier noch irgendwas versteckt?
Käse auf jeden Fall. Warum auch immer Käse hier rumliegt. Also ich glaube, das hat schon was hiermit zu tun. Mit der Höhle hier. Wenn ich die jetzt wiederfinde. Oder ist hier noch irgendwo eine Höhle? Ah, hier. Liegt hier noch was drum? Ich speichere vielleicht mal, bevor ich da weiter reingehe. So, noch eine Steintafel. So. Hier, Steintafel der Magie. Mana nochmal plus 2. Wir haben ja gespeichert. Oh. Die Teleportsteine scheinen gut zu funktionieren. Die Teleportersteine scheinen gut zu funktionieren. Du hast es tatsächlich getan? Du bist wirklich hineingegangen? Ja. Sie funktionieren offensichtlich immer noch. Unglaublich. Das muss ich mir nachher noch genauer ansehen. Okay. So, Krono, wo da lang müssen wir? Können wir jetzt nochmal versuchen, mit Saturas zu reden? Wir haben ja jetzt dat, den Ring des Wassers bei uns. Nein, nicht mit Riordan, mit Saturas. Denn ich will jetzt unbedingt... Hey, du. So, ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Wie ich sehe, trägst du unser geheimes Erkennungszeichen, den Aquamarinring. Und ich erkenne in deinen Augen, dass du die Wahrheit sagst. Ist gut. Ich werde deine Aufnahme in unsere Reihen akzeptieren. Aber bedenke, dass es auch mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Und ich will für dich hoffen, dass du ihr auch gerecht wirst. Ja, gib mir den Ring, ich werde das Portal öffnen. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Gut, als neues Mitglied unserer Kinder soll dir diese Ehre zuteil werden. Doch warte ich noch auf eine Nachricht von Vatras. Bevor ich sie nicht erhalten habe, können wir noch nicht gehen. Ah, verdammt. Okay, gut, Teleportstein. Auf, zurück nach, nach Purines. Wo ist denn das? Oder warte mal, ich habe doch einen anderen Teleportstein hier. Wo sind sie denn? Da. So, Großbauern, Kloster, Burg, Sardas, Taverne, Hafenstadt. Hafenstadt. Zauber ich mich einfach dahin. So. Ich habe so einiges gehört. Dann reden wir jetzt nochmal mit Vatras. Was seine Aufgabe angeht. Also der hat ja noch einen Auftrag für uns. Gehe ich mal von aus. Ich glaube, vorher kommen wir da ja nicht hin. So. Die Brüder des Ringes haben mich zu dir geschickt. Die Brüder des Ringes haben mich zu dir geschickt. Gut. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich werde dich zusammen mit den anderen Wassermagiern durch das Portal schicken. Du wirst der Spur des ehemaligen Erzbarons Raven folgen und herausfinden, wozu er die Bürger von Corinis gefangen genommen hat. Wir hier werden weiterhin versuchen, der Bedrohung durch die Banditen Herr zu werden. Bring dieses Schreiben zu Saturas. Von jetzt an wirst du deine Aufgaben von ihm erhalten. Möge Adanos dich leiten. Okay, mehr? Habe ich sonst noch was? Kannst du mich heilen einmal? Kannst du mich heilen? Adanos, segne diesen Körper. Befreie ihn von seinen Wunden. Ach, da brauchen wir nicht alles anzuhören. So, aber hier, Dings, kann mir auch nochmal irgendwie was geben, ne? So,
habe. Und es wird ja jetzt wieder dunkel, das heißt dann, ich könnte hier darum mit spenden. Ich möchte spenden. 200 Gold. Tinus, segne diesen Mann. Lass dein Licht über ihm leuchten. Schenke ihm Kraft, nach der Gerechtigkeit zu handeln. Okay. Rengaro? Na, geht's dir gut? Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr geklaut. Ehrlich, Mann. Okay. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter. Und sehen zu, dass wir dann endlich mal nach Jakunda kommen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.